Servus, damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Zombiesaur. Ja, wir hatten jetzt die zwei, ja, was die epischen Bosse, Mini-Typis da, haben wir gerade umgeschnetzelt. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Mit leeren Taschen gehen wir zurück und versuchen wir noch die restlichen Zombies aus dieser Stadt zu vertreiben. Weil dit wird nämlich unser nächster Clou. Uhu, unser nächster Clou. So, Freunde der Sonne. Soll ja hell werden? Ja, soll hell. Wir haben ja gerade geschlafen. So. Du kommst hier drüber nicht rein. Warum ist hier so ein abgesperrter Bereich? Hm. Wir durchlüften hier, Schimmel überall. Richtig lüften, Freunde. Sag mal. Kennt ihr nicht. Springen wäre jetzt eigentlich noch ganz sexy, ne? So über Dings springen. Ich frage mich jetzt, wo wir hin müssen eigentlich. Das ist alles zum Durchsuchen hier, ne? Dort geht's tatsächlich rein in die Bude. Hier krabbelt's Irle. Das Gras möchten sie noch wegmachen. Halleluja, Freunde! Dorfmall. Das war jetzt aber nicht so gut. Das war unvorteilhaft. Da kommen jetzt etwas viel durch. Können wir uns mal ein Medipack? Wieder einen Haufen Gesnacke. Hier sind Staubsauger, gehen wir natürlich hier durch und holen uns alles. So, das nehmen wir alles mit. Ich frag mich, ob die auch noch.
Die Frage ist wirklich, wo müssen wir hin? Ich würde sagen, das Gebäude drin, ne? Das wird, also das Gebäude, wo wir hin müssen, wird wahrscheinlicherweise, höchstwahrscheinlicherweise, sehr stark befestigt sein. Ist natürlich wahrscheinlicherweise, ne, ich sag viel wahrscheinlicherweise, überrannt worden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Sonne schon untergeht. Nee. Die ist gerade ausgegangen. Wie sollen die da schon untergehen, Junge? So, ja, kalt. 5 Grad minus waren heute, also zum Dezember anfangen. Ist schon wieder zu schneien? Nee. Die Frage ist ja, ob die die Wegfindung haben. Ob die, wenn ich die jetzt dort hinten getriggert habe, ich würde sagen, dort hinten, wo der Mast ist, dort muss schreien. Wir haben jetzt natürlich voll gelootet wie Blöde, das ist natürlich doof. Ich würde sagen, wir müssen uns dann erstmal etwas abluten. Ich bin eigentlich dafür mehr Hänger, ne? Nee, also wirklich hier noch ein Hänger dran oder so. Oder ein Treibstoffhänger hinten dran. Oder das Ding klein mit Kohle vorn. So, hier haben wir noch ein paar Döschen, Süßchen, Schokoriegel, hier haben wir noch ein paar Chips, Kartoschgas haben wir hier auch noch, Kartoschgas, die gehen hier mit einer Energies, Wasser, Alter, das ist, wir haben doch schon runtergestellt, ne? Option, Schwierigkeit, 50, geht das noch weiter und es geht hier noch weiter. Zombie-Schaden würde ich jetzt einfach mal so lassen, so überheblich wie ich bin. So, Explosivschaden 300 Max. Granaten könnte man theoretisch auch mitnehmen, gerade für solche. Ja. Bist du schon wieder überladen, noch mit den 30 Granaten. Wir nehmen mal 10 mit, hä? 10 Granaten sollten eigentlich passen. So. Medipacks haben wir auch. Wir wollen ja jetzt erstmal nicht looten. Wir wollen eigentlich erstmal so alles wegsnacken. Also wegsnacken, alles wegballern, was kreucht und fleucht, weißt du, Fischmann? Dass wir dann in Ruhe looten können, weil die Stadt ist so riesengroß. Und wenn du dann ständig anfängst zu kämpfen, verlierst du vielleicht einen Überblick. Ich werde einen Überblick verlieren, wo wir schon überall drin waren. Ich würde das nämlich systematisch Stück für Stück machen. Am besten nehmen wir die Straße ja als Teilung, weißt du, dass du erstmal die Seite machst und dann machst du die Seite und dann machst du die Seite und dann machst du die Seite. Weißt du, wie ich meine? Alter, stell dir mal vor, das ist eine Riesen-City, wie am Anfang, wo du hier im Hintergrund gesehen hattest. Weil dort hinten waren wir ja auch noch nicht drin, in den Häusern, oder? Weißt du? Reloaded Hammer. Sieht nicht mehr so fresh aus. Gehen hier wieder auf Stärke. Plus 10 immer. Ne? Plus 10. Hier kriegt man jedes Level Up wird dein Tag um 20. Da kann man schon Fluggeschwindigkeit und Schaden von Bögen und 25. Und dein Waffenrückstoß wird verringert. So, ich hätte gerne, echt gerne ein Gewehr. Hier sind wir falsch. Freunde, falsch. Durst haben wir natürlich. Aber das ist halt was, was wir hier machen können in der Stadt, ne? Wenn wir was finden, dann können wir auch was trinken.
Die Munition haben wir. Ne, die können wir aber mitnehmen hier. Enkel und einen Verband nehmen wir auch noch mit, auch wenn wir Dings haben. Und noch einiges, wir wollten die looten. Das sieht aus wie eine Textur, die gar nicht so fertig ist. Also die passt hier mal gar nicht rein. Gerne rein, ja. Das Wasser wird schon noch mitnehmen. Kleiner was essen. Da kommen wir gleich hier raus. Aber wie kommen wir hier hoch? Das ist doch noch eine zweite Etage. Kommen wir in die zweite Etage. Hallo? Scheiße, bist du stirb, dumme Sau. Alter, bin ich schon. Oh, wenn ihr jetzt eine Kamera hätten, ne? Oh. Man könnte eigentlich Kamera einstellen, ne? Für die nächsten Folgen, Alter. Ich hab hier. Was sind da macht Game Ox? Du kommst hier rein. Du kommst hier rein. Diese blöde Sau, hä? Die Munition können wir mitnehmen, weil brauchen wir. Aber wieso gibt's hier so verflucht viel? Ne, die brauchen wir erstmal nicht. Die gibt's so verflucht viel Munition. Ich denke mal, der Dings dort hinten wird's sein. Wir dürfen nicht so viel mitnehmen, wir wollten die Dings clearen, die Stadt. Das bedeutet, wir müssen das machen. Nee, ewig hier rumhuppen. Okay. Die alte kennen wir irgendwie so im Sack. Wir speichern und dort vorne habe ich nämlich schon einen Muskelmann gesehen. Das könnte nämlich sehr, 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 sehr unschön werden. Oder ist das Muskelmann? Ne, ist ein Feuerwehrmann. Rein, das ist schon mal cool. Wieso zur Hölle können Zombies das halten? Warum? Das kleine Dürer ist geschossen.
So. Hier sind dann wohl die Texturen noch nicht wirklich fertig. Die Texturen sind hier echt noch nicht fertig, ne? Das Einfachste, was es eigentlich geben müsste, wären Molotovs, ne? Alter, die Buden, ne? Alter, wie soll ich denn das alles leer looten? Kann ich hier hoch? Okay, hallo, ich bin's, Silvio. Wir legen erstmal. Wir treffen natürlich richtig gut. Ja, moin. Sehr gute Wurfkünste, sehr gute Wurfkünste. So, jetzt gucken wir mal. Man kann aber auch nicht zielen, ne? Kann aber auch nicht zielen, ne? Was der Rail, was du. Stirb. Wir helfen dir mal. Ach ja, das ist der Mist. Stimmt, nicht einfach das Bein wegschießen. Bodenluge sieht irgendwie so aus, als könnte schon nein. So kann man die ausmanövrieren, die Jungs. Da haben wir das auch. Aha. Das ist alles noch nicht. Warte mal.
Ach, aha. Okay, dort drüben wird wohl unser Außenposten sein, wo wir rein dürfen. Ich frage mich aber, ob Josephine dort hier hochkommt. Und ich frage mich gerade, ob ich dort oben auch überall rein muss, kann, soll, darf. Josephine kommt immer über den Bordstein. Hallo? Was ist denn los mit Josephine? Jetzt. Jetzt kommen wir nicht mehr hier runter, wenn. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und ich sage ciao. Mit V. Tudelu.